Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge hier den Krater entdeckt, wo es ganz tolles Obsidian gibt. Und das werden wir uns jetzt schnell farmen, denn wir brauchen das ganze Zeug. Wir brauchen so ein paar Stück. So, und jetzt habe ich irgendwas wieder aufgesammelt, was... Feuerstein kann weg. Die Eisbucket Challenge haben wir jetzt gemacht. Aha. Ja, wir brauchen einfach das Ganze, damit wir nachher schön auch unser Enderportal machen können und uns Richtung Strom für unsere Buildcraft-Maschine entwickeln können. Weil ansonsten haben wir ein Problem. Vor allem würde ich auch immer gerne den Strom wechseln zwischen Industrial Craft und, keine Ahnung, Ender-AO. Weil ich glaube, Industrial Craft mehr Strom produzieren könnte mit einem großen Atomreaktor. Vor allem schaut es dann geil aus, wenn wir sagen, wir haben einen Atomreaktor für das ganze Zeug gemacht. So. Das ist ja sogar Soul Stand und alles. What the fuck? Ich will kurz eine Übersicht über haben, was ich da gerade habe. Oder was ich schon habe. Ich habe eher Angst, dass es Nacht wird. Weil durch den Regen sehe ich natürlich wieder nicht, wann es Tag ist, wann es Nacht wird. Oh. Und das macht mir am meisten Sorgen eigentlich aktuell. So, jetzt haben wir 7. Ich glaube, wir brauchen 13 oder sowas. Warte mal, 4 unten. Hier oben, das Tor ist bei 4, 8, mehr eigentlich, ne? Jetzt brauchen wir Minimum 4, 10. 10 wäre gleich Minimum. Jetzt haben wir 10, das Geld sollte reichen. Vor allem ist es dunkel. Wir müssen nach Hause. Und so wie ich es kenne, hat der Spieler gesagt, nö, du, dein Futter, das ist jetzt weg. Ich werde eh schon verfolgt von der Dreckspinne. Au! Not so good. Und ich habe einen Enderman auch schon gehört. Nehmt euch das Schwein. Oh, shitty mit Tee. Mama, nein. Eventuell nicht die schlauste Idee, durchs Wasser durch. Nein, da ist ein verzauberter Creeper. Creeper nicht, Zombie. Das ist scheiße mit den Legs. Alter. Puh, das war knapp. Ich würde sagen, wir machen hier eine Treppe. Ich brauche kurz Holz. Haben wir kein normales Holz? Ach nee. Aber wir können noch eine Tour machen fürs Essen. Das wäre doch schon mal etwas. Alter. Überforderung, mein Leben, ey. So, jetzt tun wir schnell hier die Kiste zu Eisen machen. Da kommt jetzt erstmal meine komplette Sammlung an Futter rein. Und Samen. Einfach damit man alles auf einem Überblick hat. Alter. Das war vielleicht stressig gerade. Hulla. So, jetzt können wir den einen noch schnell zu Knochenmehl machen. Weil das wäre super, wenn wir dann nachher noch schnell das Knochenmehl hätten. Und dann sozusagen uns schnell ein Bett machen können. Dann können wir nicht auch immer vielleicht im zweiten Stock arbeiten. Und so Zeug halt, ne? Weil wir kommen eventuell gerade gar nicht vorangefühlt. Und wir haben jetzt wie viel Knochenmehl? Wie viel ist das?
Hier. 24 Knochen. Nicht schlecht. Tun wir hier die Eisenbahn mit rein. So, jetzt tun wir hier einen Cobblestone, hier einen Cobblestone, hier einen Cobblestone hin. Und hier soll mal eine Leiter nach unten führen. Bedeutet, wir brauchen wieder irgendwoher Holz. Wollen wir denn noch Holz? Hier haben wir noch Holz. Dann machen wir daraus ein paar Sticks. So. Und dann ein paar Ledern. So, das sollte reichen für das. Ich weiß ja nicht, wie tief wir nach. Vielleicht machen wir auch nach einen Straight Weg nach unten oder sowas. Aber das erste hätte ich gerne hier mal den Keller ausgehoben. So, einmal hier oben lang. Weil dann wissen wir auch circa, wo wir sind. Wir können da ja nach uns drum kümmern, wie wir. Okay, das ist Stopppunkt hier. So, brauchen wir dann schnell wieder die Erde. Also da ist Endpunkt. Dann fahren wir einfach mal schnell nach hier drüben. Und hier ist auch wieder Endpunkt. Dann heben wir mal das hier dazwischen aus. Und dann wissen wir jetzt schon, wie groß der Raum ist. Und mein Handy vibriert, warum auch immer. Jetzt machen wir erstmal die Erde weg. Die brauchen wir dann eh nachher für den Boden, damit wir hier. Oh scheiße, wir haben hier keinen Wasseranschluss, ne? Ach, vielleicht können wir was machen. Ich hätte da nicht. Wir haben ja hinter uns eh gleich das Wasser. Ja, diese Treppe an der. Okay, jetzt gehen wir noch eins tiefer. Einfach damit der Platz nach oben da ist. So. Schön ausräumen den ganzen Raum hier. So. Ah, wie schön. Ah, wie schön. Ich habe heute leider auch nicht unendlich Zeit. Ich krieg heute Besuch. Mal wieder. Und da sollte ich mich dann fertig machen. Ich will aber davor die ganzen Videos für die Woche wieder fertig machen. Das liegt halt daran, weil ich diese Woche wieder weg bin. Aber das Schöne ist, ich bin dann die Woche drauf im Urlaub. Urlaub bedeutet, ich kann in der Zeit dann Videos in Masse produzieren, damit ich dann nicht so einen Stress habe wahrscheinlich. Hoffe ich mal. So, und jetzt versuchen wir von da hinten irgendwie das Wasser anzubauen. Das funktioniert, ist halt die Frage, ne? Also nach meines Wissens nach sollte ich vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Obwohl, ist ja wurscht. Warte, stopp. Genau. So ungefähr. Das reicht dann nicht auch bis hinten. Aha. Dann sollte das doch rein theoretisch funktionieren, oder? Weil für erstes sollte es jetzt rein die Baumwollpflanzung sein. So, warte mal, jetzt müssen wir uns schnell ein Tool machen. Ein schönes Leckritool, ne? Lecker, lecker Toolies hier. Zack und zack. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das aufgerufen habe. Was das war. So, jetzt brauchen wir Baumwolle und wo ist der Baumwollsamen? Da ist er. Dann machen wir draus Baumwollsamen. Ja. Ja. Yes. Dann hoffen wir mal, dass. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es auch nass wird. Weil rein theoretisch gilt es doch als Wasserentity, was da ist, oder? Jo, das ist schon mal bewässert. Weil dann lassen wir die Pflanzen schon wachsen und machen hier unten eine Baumwollfarm. Die interne. So, wo haben wir alle die Falle? So. Kann ich euch schon ernten? Was? Ah ne, das wächst noch ein Zeit. Okay. Oh, wie viel habe ich jetzt rausbekommen? Oha, nice. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Eins, zwei. Oh, du schmeißt es dann raus.
Jetzt ist die Wolle dran. Von selbst, wenn ich jetzt hier das nicht kriege, ne? Ich krieg's da hinten daraus. Oh, geil. 31. Ich mag jetzt trotzdem das Feld fertig voll machen. Wir bauen dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, das geht ja 1, 2, 3, 4. 11. 11 Sämchen. Wir machen vielleicht so eine. Dann kann ich hier nach drüben vielleicht nachher noch so eine Farm ausbauen und so Zeugs. So, vielleicht hier noch ein bisschen was bekommen. Ups. Ah, es wächst eh ganz schnell. Also da sollten wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen müssen um Wolle. Das wird ich schon wieder haben. Rennt hier was? Und rein theoretisch, wenn ich so mache. Jo. Fehlt mir also noch ein Wöllchen. Kommt schon, Leute, bitte. Hilft es so Om zu machen? Om, Om, Om. Jetzt haben wir eine Baumwollfarm. Dann könnten wir eigentlich rein theoretisch einen Stock tiefer noch eine Farm machen, oder? Oder den Stock tiefer eine komplette Farm dann bauen. Ich würde das hier dann mit Steinen auskleistern komplett. Und dann vielleicht auf der anderen Seite noch was bauen. Aber vielleicht nicht so hoch dann. Oder vielleicht auch schon. Wenn wir eh ein Haus drüber bauen. Kommt schon, ich brauche noch 4 von euch. Und irgendwie, ich werde bei mir jetzt schon wieder E-Mail-Hacker, ja. Ich werde gehackt, das ist uncool. Aber es wächst hier gut, das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und das hier würde ich auch mal gerne entfernen, weil das ist jetzt doch nervig. Also ganz ehrlich. Das ist bescheuert so. Warte. Das besteht aus Holz. Das sollte man vielleicht nicht mit der Hand machen. So. Eigentlich brauchen wir den ja eh nicht mehr. Aber wir stehen, lassen wir noch stehen, weil da ist noch was drin. Obwohl ich auch was, ne? Rein theoretisch. Wenn ich die Mühle nehme, das drauf hau. Zack, dann hauen wir das wieder rein. Ich mag eh schon, ob ich das automatisiert hinkriege. Zombie Burns. Burn, Baby, Burn. Oh, ein Geburtstag ist so schön. Stirb! Ich mach ordentlich Damage so. Oh, ich bin weg. Und feine Sache. Oh, hier sind noch ein paar. Wollte mir noch. Fahrloot, was? Record Bag, ein Slicks Gift und ein Magic Bag. Oh, Magic Bag? Magic Pouch. Ich weiß nicht, was das zur Hölle ist, ne? Ich habe ein Zombie-Heart bekommen. What the fuck? Und eine Flugdauer. Null kleine Kugel. Mhm. Was ist hier denn? Ach toll, das sind ja vollkommen unnütze Sachen. Mann! Ich habe was Besseres gehofft. So. Mal die Record hier rein. Das Zombie-Herz. Ich weiß nicht, was ich mit dem Zombie-Herz anfangen soll. Mit diesem Magic Pouch. Limestone, Erde, and this is side, Sand kann ich mir reinpacken. Eieiei. Ich kenne Baumwolle bis jetzt gefunden. Komplett komisch. Wer seid ihr? Ich hätte gern ein Bett. Oh ja. Nee. Mann. Hat voll das Gefühl, dass die ausgewachsen werden. Das ist so ruhig. Aber vielleicht sollten wir jetzt uns eine Farm anlegen irgendwie. Wir holen uns auch unsere Axt und gehen noch schnell ein bisschen Bäume fällen. Da vorne den großen zum Beispiel. Und bauen dann ein paar Zäune. Damit wir das eingezäunt machen können, damit die ganzen Viecher da nicht reinrennen können. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass genau das passieren könnte. Dann machen wir für jedes, was wir anbauen wollen, eine Reihe und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Also erst bauen, dann gucken. Ich glaube, da ist ein bisschen was reingefallen. Hups. Mein Fehler.
Das sind auch wieder 33 Holz. Lula. Da können wir dann zum Beispiel auch nachher wieder was nachträglich anbauen, ne? Und so Zeugs. Aber ich will eigentlich das unbedingt nicht mit dem Zeug machen. Ich hätte es gerne mit so einem Baum hier erledigt. Frage ist, wie schnell fallen die? Weil das dauert gerade hier wieder eine Ewigkeit. Vor allem würde ich gerne mit dem anderen Holz eher das Dach wieder restaurieren. Also da vielleicht das Bett hinbauen und so Zeugs. Na, also, dass wir da draußen ein richtig schönes Obergeschoss bauen. Ich will so dünne, hohe Holzbäume wieder haben. Aber von denen haben wir vor allem auch hier massig und wir brauchen ja eh nachher Platz wahrscheinlich. Wenn wir hier noch eine Startbasis bauen wollen und das ganze Zeug, ey, da brauchen wir ja viel Platz. Wir brauchen außerdem auch noch einen Schweinestall, einen Kuhstall. Ja, da haben wir noch einiges vor uns, ne? Aber Leute, ich würde sagen, dieser Baum wird in dieser Folge der letzte sein. Denn die Folge ist leider schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also am Samstag, glaube ich. Also, bis dann. Ciao.